Mein Name ist Katrin Mönninghoff und ich leite die Einrichtung Hanna Wohnen für Frauen in Frankfurt. Die Einrichtung ist nur für Frauen. Männer dürfen nur zu bestimmten Besuchszeiten in die Einrichtung. Die Frauen können bis zu 2 Jahren bei uns wohnen. Das ist auch wichtig wegen dem schwierigen Wohnungsmarkt in Frankfurt. Die Frauen hier sind in sehr, sehr großer Not. Wir bieten erstmal eine Anlaufstelle und hier können die Frauen wieder Fuß fassen, können ein bisschen zu sich finden und wir unterstützen sie dabei. Ich hatte große familiäre Probleme. Ich war in großer Not. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte. Zum Glück bin ich hierher gekommen. Ich habe eine eigene Wohnung hier. Ich habe eigenes Zimmer. Ich habe hier Sozialarbeiterinnen, die helfen uns. Es ist hier wirklich sehr gut. Unser Ziel ist es, den Frauen eine Perspektive zu bieten und sie wieder dahin zu kriegen, dass sie auf eigenen Füßen stehen können und selbstständig sind. Und darum ist es sehr wichtig, dass die Fernsehlotterie unsere Einrichtung unterstützt. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen. Inmitten von Weinbergen die Annehmlichkeiten eines luxuriösen 5-Sterne-Superior-Hotels mit hochwertiger Gastronomie genießen. Einen einwöchigen Aufenthalt für 2 im Victors Residenzhotel Schloss Berg im Saarland gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 2747764. Einen BMW 116i gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 4392233. Maritim entspannen und zu zweit erholsame Stunden in Warnemünde an der Ostsee genießen. Eine einwöchige Reise in die Yachthafenresidenz Hohe Düne gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 5621138. Eine BMW 318i Limousine gewinnt eine 12-stellige Losnummer mit den Endziffern 0745268. Und 100.000 Euro gewinnt das Los mit den Endziffern 2640989. Und kurz vor der Tagesschau geht's weiter.